Was geht? Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese, euch zeige, wie man einfach die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich habe jetzt mal ein paar freie Minuten, ich hoffe mindestens eine Stunde Zeit, um dieses Video hier aufzunehmen, denn Frau und Kind sind aus dem Haus. Ich bin zwar angeschlagen, also ein bisschen krank, aber ich denke mir, es gibt keine Ausrede, um in der Bibel zu lesen. Es gibt vielleicht eine Ausrede, um ein Video zu machen, aber auch das möchte ich heute nicht auf mir sitzen lassen. Und deshalb starten wir heute oder machen wir weiter heute mit Markus Kapitel 11. Falls ihr bis jetzt noch nichts mitbekommen habt, startet doch bei 1. Ich habe eine Playlist gemacht, Markus Evangelium Playlist, da könnt ihr bei 1 starten. Ich habe so ungefähr pro Kapitel 3 Folgen gemacht. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, helft mir doch aus und abonniert diesen Channel, liked und kommentiert, wo ihr gestartet seid in dieser Bibelreihe. Aber bevor wir anfangen, möchte ich einfach mal beten. Danke, Herr, für diesen wunderschönen Tag heute. Ich danke dir so sehr, dass wir jetzt die Zeit finden können, in deinem Wort zu lesen. Ich danke dir so sehr, dass wir überhaupt dein Wort haben und dass du es offenbarst für uns. Herr, ich bitte dich, dass du die Herzen heute füllst mit deiner Wahrheit und mit deinen Worten, Herr. Und dass wir alle was daraus nehmen können und dass wir nicht einfach nur lesen, um zu lesen, sondern lesen, um dich besser kennenzulernen, Herr. Ich danke dir so sehr, dass du uns dieses Buch und deine Worte aufschreiben lassen hast. Herr, ich danke dir so sehr, dass wir jetzt Zeit verbringen können mit dir, Herr. Amen. Amen und Amen. Okay, ohne zu viel zu reden. Wir haben jetzt Ostern gehabt. In real life hatten wir Ostern gehabt. Und jetzt fängt auch hier im Markus-Evangelium so ein bisschen die Osterstory an. Und zwar mit dem Einzug nach Jerusalem. Und wir haben schon einiges davor gelesen. Aber wir starten jetzt einfach mal und sehen, was das Wort so bringt heute. Macht das Sinn? Gut. Markus 11, Kapitel 11, Vers 1. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger zu den Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf vor euch, wies er sie an. Wenn ihr hinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es und wird es bald wieder zurückgeben. Die zwei Jünger machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen an der Straße. Es stand angebunden vor einem Haus. Als sie es losbanden, fragten einige, die dort standen, was macht ihr da? Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Fohlen zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und er setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Menge vor Jesus auf dem Weg aus. Andere schnitten auf den Feldern grüne Zweige ab und legten sie auf dem Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei Gott. Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Segen für das künftige Reich unseres Vaters David. Lobt Gott im höchsten Himmel. So kam Jesus nach Jerusalem und ging in den Tempel. Als er sich alles genau angesehen hatte, kehrte er, da es schon spät geworden war, mit den 12 Jüngern nach Bethanien zurück. Was eine Geschichte. Was eine Szene. Von vielen bekannt, aber es ist immer wieder gut, dieses Wort zu lesen. Und zwar lesen wir gerade, dass... Machen wir zurück, sorry. Fullscreen. Lesen wir davon, dass Jesus jetzt nach Jerusalem kommt, wo er letztendlich verraten wird und ausgepeitscht wird und gefoltert wird und am Kreuz hängen wird. Kleiner Spoiler-Alert, eigentlich hätte ich den Spoiler-Alert vorher sagen müssen. Wie auch immer, ich hoffe, wir wissen alle, was passiert ist. Und wir lesen, dass als Jesus nach Jerusalem
wanderte, dass die Menschenmassen wieder vor ihm, hinter ihm, links und rechts wahrscheinlich auch noch, sich versammelt hatten, mit ihm gegangen sind und sogar vor, also auf der Straße oder auf dem Weg, wo er langgelaufen ist oder geritten ist, Kleidung und Zweige und alles auf den Boden legten für ihn. Wir sehen auch die Szene, eine kurze Szene, dass Jesus den Jüngern halt sagt, hey, geht mir den Fohlen holen. Erstmal wieder eine krasse Gabe, dass Jesus weiß, dass da ein Fohlen sein wird. Noch krasser, dass er weiß, dass er noch nie geritten ist, weil man kann ja sagen, ja, okay, da ist bestimmt ein Feld und da ist bestimmt auch ein Tier, aber dass der noch nie beritten oder geritten wurde. Und was auch noch krasser war oder was auch verrückt ist, ist, da sind dann Leute, wahrscheinlich die Besitzer von diesem Fohlen, fragen die Jünger so, warum nimmt ihr den einfach mit? Das ist unser. Das ist natürlich dazu erfunden, aber warum nimmt ihr den einfach mit? Und die sagen einfach, ja, Jesus hat uns das gesagt. Und die lassen ihn einfach gehen. Auch einfach wieder cool zu sehen, was für eine Macht, was für eine Ausstrahlung Jesus hatte und dass, wenn man von ihm erzählt hat, dass einfach ja, Leute einfach das angenommen haben und damit einfach und einfach neugierig waren auf das, was Jesus als nächstes getan hat. Und diese Szene, die da passiert, die lesen wir sogar in dem Psalmen. Für mich immer ist ja ein großer Beweis, dass die Bibel einfach wahr ist und dass die Bibel mehr als nur ein Buch ist oder eine Sammlung von verschiedenen Büchern sind die Prophezeiungen. Und wir sehen auch hier wieder, in Zacharja 9,9 sehen wir einfach diese Szene prophezeit. Und Jesus wusste das natürlich und Jesus wusste, dass genau dieses das passieren musste. Und hier steht in Vers 9, Jubel laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Also das ist ein Fohle, nur nochmal zusammengefasst oder erklärt. Genau, hier in Zacharja wurde das schon prophezeit und wir sehen hier auch in Matthäus 21,5 werden wir das auch lesen, falls wir irgendwann mal das Matthäus-Evangelium machen. Und dann lesen wir noch zum Schluss, dass Jesus in den Tempel gegangen ist, geschaut hat, hey, passt hier alles? Okay, so sieht's hier aus. Okay, lass uns wieder gehen, lass uns morgen weitermachen mit unserem Plan. Und das ist erstmal die erste Szene, die wir hier lesen. Und dann lesen wir noch ein kleines Stück weiter und lassen dann die Episode erstmal enden. Und zwar lesen wir weiter mit Vers 12 und da heißt es, als sie am nächsten Morgen Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Jesus war ein Mensch, nicht vergessen. Klar, Jesus war auch Gott, aber hier in Menschenform. Und ein Mensch hat Hunger. Von Weitem bemerkte er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Feigen daran waren, aber der Baum trug nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit, in der es Feigen gab. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von deinen Früchten essen. Und die Jünger hörten seine Worte. Also wir lesen erstmal, dass Jesus Hunger hatte, was legitim ist, wie gesagt, weil er Mensch ist. Und dann gehen sie zu diesem Feigenbaum. Und Jesus sieht an diesem Feigenbaum keine Früchte. Keine Früchte, sieht er an diesem Feigenbaum. Und das stört ihm so sehr, dass er diesen Baum, wie wir später lesen werden, verflucht. So, dass er nie wieder Früchte tragen wird. Aber da ist so ein kleiner Satz und da heißt es, ja, aber es ist ja auch noch nicht die Jahreszeit dafür. Und ich kann euch da nicht einfach so lassen mit, ja, okay, das ist passiert, weil man muss ja irgendwie ein bisschen Verständnis haben, was hier überhaupt geschehen ist. Ich will zwar nicht zu tief in die Thematik reingehen mit Feigenbaum und Israel und so weiter, alles, das alles für die nächsten Folgen. Und hier sehen wir dieser Feigenbaum und das muss ich natürlich auch alles nachschauen, aber der Feigenbaum ist anscheinend, der wächst zu einer gewissen Jahreszeit, bringt er volle Frucht,
aber vorher sieht man schon, ob er Frucht bringen wird. Weil da kommen so kleine Früchte oder kleine Sachen bilden sich, die haben nochmal einen anderen Namen. Und daran kann man erkennen, ah, dieser Baum wird dann in der perfekten Jahreszeit Frucht bringen. Aber da hat er überhaupt keine Frucht gebracht. Er hat noch überhaupt nichts gebracht. Und deshalb hat er gesehen, dieser Baum wird gar keine Frucht mehr bringen. Er hat gesehen, ah, dieser Baum wird keine Frucht mehr bringen. Obwohl er jetzt schon anfangen müsste zu blühen. Und deshalb hat er diesen Baum verflucht. Und warum hat er diesen Baum verflucht? Das und wieso der keine Frucht gibt und so weiter und so fort. Das werden wir alles in der nächsten Folge machen, weil das geht. Das ist wieder ein größeres Thema mit Israel und Frucht und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich habe nichts rausgelassen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen erkennen lassen können, so wo wir jetzt gerade hingehen. Wir gehen die letzten Tage von Jesus Christus. Wir sehen nochmal das große Bild. Wir sehen nochmal, was Jesus alles tun kann. Aber noch viel, viel mehr wird passieren. Also, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, vergesst doch nicht zu abonnieren. Schreibt Fragen unten in die Kommentare und ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Core hier, ihr da, alles klar. So, ich habe hier immer zwei Videos, beziehungsweise die Playlist von dem ganzen Markus-Evangelium. Und hier habe ich ein anderes, entspanntes Video, was ihr euch anschauen könnt und vielleicht etwas lernen könnt.